Ja, hallo zusammen und zurück zur neuen Folge von Disney's Dreamlight Valley. Und zwar einer neuen Dream Snaps Folge. So, wir gehen erstmal nach Dagobert, gucken, was er im Angebot hat. Hallihallo! Die blaue Kiste suchen. Ich gucke, ob ich ein, zwei Sternfeldaufgaben machen kann. Will ich mal kurz gucken, was wir noch offen haben. Zwischendurch, es wird jetzt zwar keine so eine richtig große Folge, wie immer ist hier nur eine Dream Snaps Folge. Aber will ich mal zwischendurch gucken. Genau das könnte ich noch machen. Warte. Was will er denn? Unser Halbgott. Für den er sich hält. So, da. Schwertfisch und Gurke. Mal gucken, ob ich beides hab. Da haben wir schon mal vier. Brauchen wir noch eins. So, ich will mal ganz kurz im Laden gucken. Worüber ich sehr traurig bin, werde ich mir wieder nichts holen können. Weil ich will den Mondsteine erstmal ein bisschen sparen, weil wir haben nur 2740. Und das ist wenig. Das sieht nice aus. Richtig nice. Aber leider nein. Und das Haus, mega. Verwelktes Blumenhaus. Ja. Spukgartenlaube. Ist auch nice. Als Deko ins vergessene Land, aber... Das ist schön. Wow. Das ist ja mal mega schön. Aber auch 1200. Dann schaffen wir das Sparen ja nie. Hier noch wieder diese Spukhäuser. Aber auch 3000. Ich weiß nicht, was wir im Mondstein gekriegt haben. Das ist bestimmt nicht viel. Ja. Nee. Maui ist auch gerade hier. Aber okay. So. Hey, du Zwerg. Hilf mir mal. Gucken, was wir dringend brauchen. Das. Einen schönen Tag noch. Wasserdruck des Lagers. Ja, das ist, nice. Das holen wir. Freundlichsten Dank. So, alles andere erstmal uninteressant. Was wollte Maui nochmal? Schwertfisch und Gurke, ne? Ich weiß nicht, ob ich einen Schwertfisch habe. Das weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt nicht groß angeln gehen, weil es wird ja keine lange Folge hier. Ich wollte nur gucken, was mitzumachen. Aber wir haben Glück. Aufteilen 1. So. Genau. Habe ich jetzt im Lager, naja. Was für ein Zufall. Genau dich wollte ich sprechen. Ja, Scar, wir reden auch noch. Und dann suchen wir kurz die blaue Kiste. Wo haben wir denn jetzt die Gurke? Da. Na. Und dann machen wir den Dream Snap. Und gucken nach unseren, Ergebnissen. Ich weiß ja nicht, ob du schon da bist. Hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Gehen wir hier nochmal rein zu Maui. Da oben. Du bist hier. Gut. Wir müssen weiter. Gurke? Schwertfisch. So, bitteschön. Hey, hier drüben. So. Genau, das brauchen wir noch einmal. Ja. Na? So. Guck mal ganz kurz, weil wir müssen ja auch noch Abstimmung machen nach aktueller Herausforderung. Deine Lieblingstasche. Was ist deine Lieblingstasche in Dreamlight Valley? Stell dir ein Outfit zusammen, das sie perfekt zur Geltung bringt. Ich glaube, ich würde das sogar lassen, was ich jetzt anhabe, mit dieser Tasche, die im Sternpfad war.
Glaube ich. Ja, doch. Dann lasse ich das Outfit vielleicht gleich an, was er anhat. Ich guck mal kurz, was ich überhaupt anhab. So, aber wir gehen jetzt mal nach den Abstimmungen. So. Genau. Moment, ich will mal ganz kurz gucken. Höhle meines Kleintiers. Achso, das war es mit dem Kleintier, genau. Ja, so eine Schatzhöhle, sagen wir mal. Ja. Finde ich einen Ticken besser mit der Schatzhöhle. Doch. Schöner dekoriert. Sagt diejenige, die auch nie dekoriert. Aber kommt ja alles noch. Wir bauen ja auch sowieso unser Valley noch irgendwann auf. Ist auch zusammengeklatscht wie bei mir. Nehmen wir das. Weil ich kann schon verstehen, warum man nicht für mein Bild stimmt. Ist ja auch nicht dekoriert und nichts. Kann ich verstehen. Ich stimme ja auch meistens für Bilder, die dekoriert sind. Okay. So ein Halloween-Biom. Mit dem Geisterfuchs. Nehmen wir. Gerade zu diesem Monat und Jahreszeit passt das perfekt. Haben irgendwie viele verwendet, ne? Sehe ich gerade. Alle waren Halloween-Stimmung. Nehmen wir das. Mit Jack Skellington. Nehmen wir das, finde ich auch schöner. So. Ach, guck mal, die hat das Vergessen auch noch nicht ganz besiegt. Auch noch die Risse am Himmel. Kann ich verstehen, dass sie auch noch nicht so weit ist. Ja, wir nehmen sie, komm. So. Mit dem Affen? Die Affen gibt es ja eine Rift in Time, der Erweiterung. Das ist drinne, ja, dann finde ich das schöner, weil es draußen ist. So. Hier mit Timon. Aber auch nicht wirklich Kleintiere ringsrum. Na, sie hat wenigstens den Affen und die Höhlen. Ja, nehmen wir sie. So. Bisschen weihnachtlich und Halloween-mäßig dekoriert. Ja. Ich glaube, ich nehmen wir auch. Ja, doch. So, eins noch. Eins noch. Auch Halloween. Die hat auch schon den Rucksack für den Fuchs. Nehmen wir das Halloween-Bild, ja. So, das war's. Genau. Und jetzt gehen wir die blaue Kiste suchen. Machen wir auch noch, dann machen wir, gucken wir und, achso, ich wollte kurz mit euch nochmal mein Bild angucken vom letzten Mal. Das war mein Bild. Aber ich finde so schlecht jetzt auch nicht. Sieht bei anderen doch auch nicht viel anders aus. Ich habe wenigstens ein bisschen dekoriert. Zu meiner Verteidigung zu sagen. So. Gehen wir die blaue Kiste suchen. Und wenn wir dabei sind, auch kurz die Kürbisse gießen, dass wir sie in der nächsten Folge ernten können. Wenn man schon mal dabei ist. Genau. So. Können wir die nämlich in der nächsten Folge ernten. So.
Ich hoffe, die ist nicht wieder im letzten Biom, dass wir jetzt erstmal alle Biome durchrennen. Aber die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Gratis Mondsteine sind gratis Mondsteine, ne? Na, hier können wir eh noch nicht lang, weil da müssen wir wieder ganz zurück. Das andere ist ja noch nicht aufgemacht, die Brücke. Na. So. Aber so ist ein Trick, wie wenigstens auf der anderen Hälfte der sonnige Ebene kommt. Wenn ihr das vergessene Land freigeschaltet habt. Ja gut, man kann auch den Brunnen umstellen, den kann man sich hinporten. Trick 17. Geht auch. So. Ich glaube, ich lasse ihr Outfit sogar an. Ist immer aus dem Sternfahrt und passt denn einigermaßen. Würde ich sagen. War es hier eine Klamotten-Challenge? Deswegen werde ich jetzt noch nicht so großartig dekorieren, einfach nur ein Bild machen. Weil es wird hier noch besser. Wir werden hier irgendwann auch bauen und unsere Welt hier schön machen. Es braucht nur alles seine Zeit. Und ich sage immer, mindestens 300 Mondsteine sind besser als gar keine Mondsteine. Man muss immer vor Augen haben, sie sind gratis. Und dann sollte man über keine meckern, finde ich. Mehr ist natürlich toll. Aber es sind immerhin ein paar. Und 300 kriegst du ja mindestens fürs Mitmachen. Ich sehe schon, komm. Die blaue Kiste ist in den eisigen Höhen. Wir haben alle Biome durchgelaufen. Juhu. Müssen wir auch alles noch verbessern? Von Wally. Dass wir da auch mehr ernten können. Lass mich durch. Danke. Ja, stimmt, hier sind ja auch noch Kürbisse. Vom letzten Mal, die werde ich dann nächstes Mal noch alle abernten. Verkaufen und dann pflanzen wir nur im vergessenen Land an. Da haben wir ein großes Feld gemacht. Da ist sie doch. Gott sei Dank, nicht ganz da hinten. So, perfekt. So. Und dann gehen wir jetzt kurz an unserem Briefkasten. Ich guck mal ganz kurz, ob ich eine Hose habe, die auch gut dazu passen würde. Aber ich glaube, die passt schon am besten, oder? Das für eine? Obwohl, die sieht auch schön aus, ne? Dornige Hose. Passt ja eigentlich ein bisschen zu diesem Mörper-Look. Wir ziehen die mal an. Passt irgendwie ein bisschen, finde ich. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, habe ich mir gedacht. Aber 300 Mondsteine sind 300 Mondsteine. So. Immerhin haben wir 3000 schon mal geschafft. So. Jetzt gucke ich mir nochmal den Beitrag an. Ja, aber kann ich mir denken. Einfach nur vor der Säule.
Filmkrokodil, ja. Aber passt doch nicht mal das Outfit richtig zu. Es war ja das Cowboy. Ja. Passt hier eigentlich nicht alles so zusammen, aber ich habe einfach noch nicht viel. Das hier machen wir vorm Schloss. So. Halt, nein. Wollten wir nicht schießen? So, genau. Ah, sie muss ich noch ein bisschen anders hinstellen. So ein bisschen gerade. Genau. Das muss man ja so ein bisschen von hinten. Weil der Rucksack muss ja drauf sein. Eine Schaufel oder? Nein. Das machen wir jetzt nicht. Mal gucken, ob das schon reicht. Ja, reicht sogar. Dann machen wir das jetzt. Einreichen. Wurde richtig eingereicht. Aber ich finde, ja, komm. Hauptsache, man reicht was ein, ne? Wie ich immer sage. So, ihr Lieben, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.